Genüsslich an der Bar am 31. Januar 2015 sitzen hier der Kalle von kallerock.de, Mahlzeit, und der Basti von In Legend und man kann auch sagen von Kanto, oder? Eigentlich schon, ich hoffe. Die Band hat mich noch. Noch bist du doch Schlagzeuger und ich hoffe, das bleibt auch eine Weile so. So, haben wir einen verkackten Beginn und können wir verkackt weitermachen. Basti, heute nach langer Zeit wieder mal am Heimspiel. Fühlt sich wohl? Ja, sehr, sehr geil. Berlin, selbes Venue wie vor drei Jahren. Knapp 3 Jahren. Und macht Spaß. In etwas andere Besetzung, etwas größer, mit Chor und Cellisten und mit derselben Leidenschaft wie damals. Leidenschaft ist ein schönes Stichwort. Wie hast du die Leidenschaft zum Rock und Metal eigentlich entdeckt gehabt? Wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt Rock und Metal mal gehört hast? War das Elterneinfluss, Bruder, Schwester, Verwandtschaft, was auch immer? Tatsächlich ist mein erster Tonträger eine Kassette von meiner Oma, Elvis Presley in Hawaii. Dann war der Weg gelegt, geebnet. Aber so für wann mich. War das? Boah. Ja, ey, wann war das? 84, glaube ich. Und richtig los ging es, glaube ich, mit Guns N' Roses, muss ich leider sagen. Und was heißt leider? Nach wie vor Götter. Hab sie leider nie gesehen, live. Das bedauere ich sehr. Also, ich meine, das, was jetzt Guns N' Roses ist, ist bestimmt auch mal schön zu sehen, aber bringt jetzt nicht dieselben Gefühle hervor wie damals. Und dann ging es so den Weg. Das war mit der Appetite for Destruction tatsächlich. Mhm. Und dann die Use Illusion. Ja, ey. Gute Songs. Und die habe ich dann irgendwann auf dem Klavier versucht nachzuspielen. Und dann bei Partys stand irgendwo ein Klavier. Dann hat man sich mal ausprobiert und es hat immer ganz gut funktioniert. Und dann war klar, okay, die Oma hat schon richtige Idee, die verfolge ich mal. Also bei dir kam zuerst Klavier, bevor das Schlagzeug kam, wenn ich das richtig höre jetzt. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich war erst so die Trommel und dann kam ich zurück und dann habe ich diese Kassette irgendwie bekommen und dann stand da tatsächlich irgendwann mal ein Klavier. Ich weiß es nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, im Wohnzimmer stand irgendwann ein Klavier. Da habe ich aber schon längst getrommelt, wenn man von diesem kurzen Leben längst sagen darf. Und da kam so die Harmonie ins Leben. Und vorher war das halt viel Rambazamba auf der Djembe und alles, was irgendwie Sound macht. Was war deine allererste Band, in der du jemals in deinem Leben gespielt hast? Das war tatsächlich Jester's Funeral. Also ich wurde irgendwann mal auf dem Schulhof vom Steff von Wankanto gefragt, ey, hab gehört, du bist Schlagzeuger, hast du Lust? Und ja, klar. Wir haben uns getroffen, das waren 95 oder 96, glaube ich, also 15 und 16. Steff war einen Jahrgang über mir und dann haben wir bei meinem Vater im Keller Krach gemacht. So, und dann ging das los und dann hatten wir unsere erste Show bei so einem, ich weiß nicht mehr, Top 40 Band durften wir in der Pause, die haben ja dann immer so Sätze, die sie spielen. Ja. Und da durften wir in der Pause mal drauf und dann bin ich auch prompt von der Bühne gefallen, weil ich so reingehauen habe, dass der Hocker immer weiter hinter ist, war ich irgendwann im Gebüsch und seitdem haben wir gedacht, das fühlt sich gut an, das machen wir jetzt weiter so. War das dein allererster Live-Auftritt, den du jemals in deinem Leben hattest, oder hast du schon mal vorher irgendwie Verwandtschaft oder so mal so ein bisschen geklimpert? Ja, klar, ich war tatsächlich auch mal auf so einer Musikschule für Klavier und ich glaube, da gab es dann so Weihnachtskonzerte oder mit der Schule. Aber wann immer man mir irgendwas vorgesetzt hat, was ich spielen soll, das hat man halt gemacht. Aber ich habe auch die Straße gekehrt, wenn mein Vater gesagt hat, mach mal sauber so. Also das ist jetzt nicht mit einem Hochgefühl verbunden. Aber so die erste Show, wo du deine eigene Musik irgendwie umsetzt, war tatsächlich dieses Konzert. Ach, ey, Erinnerung. Ja. Das ist das Schöne, dass man halt mal Erinnerungen holen kann, ne? Ja, doch, das war sehr schön. Tatsächlich hatten wir jetzt wieder so ein Revival. Der Steff war gerade mit seiner Kapelle Havata unterwegs. Und da waren der Daniel Wicke am Bass, der Steff, und ich habe da ausgeholfen. Und da waren, also Ingas Bruder war noch dabei, der Sebastian. Aber zumindest wir drei waren wirklich damals so bei Jester's Funeral auch aktiv. Und das war blindes Verständnis auf der Bühne. Es war unglaublich. Ich meine, die Songs, klar, das haben wir uns vorher drauf geschafft. Aber so das Feeling, das Timing, die Bewegung und das Arrangement, das war also mega. Das selten wieder so schön erlebt. War cool. Man verlernt es einfach nicht, oder? Nee, das ist auch, also das Schöne ist, man lernt dann ja auch Musik. Man lernt also sich am Instrument kennen und probiert sich aus. Aber man hat ja auch ein bisschen was an dem Werdegang des anderen, ist dann irgendwie beteiligt. Und so sind wir groß geworden. Und diese Sprache, die wir da irgendwie miteinander gesprochen haben, die also war blind zu verstehen noch. Das ist vom Feeling her. So, ja. Das ist das Schöne, wenn man das Feeling von damals und heute noch so verbinden kann und dann sagen kann, hey, warum eigentlich nicht wieder nochmal die Band aufleben lassen? Das sind aktuelle Gedanken. Echt, ja? Das wieder, ja, kommt also langsam hoch? Nö, das ist immer unterschwellig dabei. Das ist tatsächlich die Prioritätenliste. Ich sehe gerade schwer nach dem, was zeitlich möglich ist, geplant. Und Wankanto war halt sehr aktiv in den letzten Jahren live. Und jetzt mit In Legend habe ich endlich mal ein Album fertiggestellt, was auch sehr lange gedauert hat. Aber ich meine, klar, der Steff ist noch nach wie vor sehr aktiver Gitarrist. Und der Daniel Wick hat mittlerweile auch seine eigene Band gegründet. Wir waren ja auch alle drei zusammen bei den Razorblades, in der Surf-Kombo.
Das heißt, wir sind uns immer mal wieder in neuem musikalischen Gewand begegnet und jetzt haben wir gerade so Überlegungen, ob wir das nicht vielleicht irgendwann mal wieder aufblühen lassen. Also Hauptprojekt ist natürlich klar, Hauptband Van Canto, dann hast du in Legend, Basti hat noch, Steff hat noch Van Canto, Avatar, jetzt haben wir es. Genau, und zeitlich hast du gerade schon erwähnt, du hast ja sehr selten Zeit, weil du bist ja selten in der Stadt oder generell selten in Deutschland. Du bist ja sehr, sehr oft auf Reisen, ne? Woher kommt die Leidenschaft dafür? Gute Frage. Also ich reise wirklich viel. Dieses Jahr war es, also 2014 war es sehr exzessiv. Da war ich, bin ich viel rumgekommen. Warum? Ich bin als Kind nur mal in vielen Ländern gewesen, habe das kennengelernt. Ich kenne das ehrlich gesagt nicht anders. So, also mein Vater war da, das rechne ich ihm sehr hoch an, dass wir da schon viel miterleben durften. Und auch, also wir haben zwar in Afrika gelebt, aber es haben auch innerhalb Westafrikas sehr viele Länder dann bereist, um das mitzubekommen, und ich mag das. Mir tut es auch sehr gut, einfach mal aus dem eigenen Kulturkreis rauszukommen. Ich kann da, bei mir setzt sich dann so ein bisschen was und dann kann ich da mit neuer Energie rankommen. Jetzt dieses Jahr, also 2014, ich war im Winter war ich in Senegal und habe da tatsächlich Djembe-Unterricht genommen. Da gibt es in der Nähe von Carfontein, das ist in Südsenegal, gibt es da ein Djembe-Festival. Da kommt alles, was irgendwie im Kulturraum, um den westafrikanischen Kulturraum Rang und Namen hat, kommt da zusammen. Und ey, ne, wir haben da unten jetzt gerade eine Bühne aufgebaut und das ist alles cool, aber wenn da ein Konzert gegeben wird, dann fängt die Band so an zu spielen und sitzen da irgendwie, keine Ahnung, 200 Leute davor, aber nach 30 Sekunden rennt das Publikum auf die Bühne, da siehst du keinen Musiker mehr und die ganze Bühne tanzt. Ja, das ist unglaublich, also dieses Feeling. Und keine Ahnung, die lösen sich dann irgendwann wieder auf, dann gehen sie was trinken, dann der Gitarrist fängt dann mit dem nächsten Hit an und bam, ist die Bühne wieder voll. Ja, also es ist eigentlich so Tanzparkett und Bühne und alles auf einmal. Das war wunderbar. Dann war ich irgendwie im Sommer, war ich in Peru, tatsächlich in den Bergen, weil die Bergwelt, da hängt schon ein bisschen das Herz dran. Und dann im November habe ich eine Wanderung durch Mustang gemacht, die war mit meinem Vater geplant, der das leider gesundheitlich nicht geschafft hat. Wir planen das jetzt nächstes Jahr zu wiederholen, aber das war auch ein wahnsinniges Highlight landschaftlich und kulturell auch nochmal was von der anderen Seite zu sehen. Also wir sind in die tibetischen Berge gelaufen zur Grenze und ich hatte das von chinesischer Seite schon die tibetische Kultur kennenlernen dürfen, aber jetzt nochmal von der nepalesischen, das war sehr beeindruckend. Du bist also mehr so der Landschaftstyp dann wahrscheinlich, der guckt sich gar nicht mal so die Städte an und so, sondern eigentlich mehr so das, so, was die Natur so hergibt, kann das sein? Auch das würde ich nicht sagen, also die Städtereisen mag ich auch, also ich habe jetzt noch nie mein Kaffeechen gepackt und habe gesagt, jetzt schaue ich mir mal Amsterdam an, da bin ich gesegnet, dass wir jetzt mit Van Canto sehr, sehr viele Städte auch sehen durften. Und naja, dann gibt es halt so die Muffel, die steigen aus dem Tourbus raus und fallen auf die Bühne, spielen und hängen sich dann 3 Stunden die Dusche und ich bin dann morgens recht aktiv, stehe auf und sage, wo bin ich hier eigentlich? Und cool, und dann schaut man sich ein bisschen was an. Mehr so das Sightseeing-Sachen, so die Hauptsehenswürdigkeiten oder eigentlich auch mal so gerne mal so hinter die Kulissen? Tatsächlich, ja. Also tatsächlich laufe ich einfach gerne los. Also ich schnapp mir einen Plan, lass mir zeigen, wo stehen wir gerade und dann laufe ich los und dann gucke ich, wo es mich hintreibt. Und ja, also mittlerweile hat man ja auch so ein, dann kommen so Antennen raus. So, also wenn du nicht mehr bei dir zu Hause bist, dann kommen auf einmal so Antennen raus und die finden oder lassen dich dann auch in einer Umgebung zurechtfinden, die dir vielleicht fremd ist. Aber so die Art und Weise, wie man sich dann eine scheinbar unbekannte Umgebung erschließt, ist dann doch vielleicht wieder nach so einem Pattern der Neugier irgendwie. Keine Ahnung, ich kann es schwer beschreiben. Also man findet eigentlich immer sehr Interessantes und dann bleibst du mal stehen und unterhältst dich mit ein paar Leuten. Das ist schon wichtig, so über die Menschen dann auch die Kultur kennenzulernen. Und manchmal einfach nur so kraxeln. Also. Ja, wie viele Sprachen sprichst du? Boah, gar nicht so viel. Also Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch. Chinesisch? Ja, das habe ich studiert in China. Ja. Ja, das nicht so oft. Nee, das, also hat mich sehr interessiert, sehr früh da und habe mich auseinandergesetzt, fand das sehr spannend mit den Tönen, das zu hören, dass da auch sehr viel Klang in der Sprache ist, eine sehr alte Sprache ist. Also die ist schon sehr weich in die wenig Konsonanten. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, 2006, dass ich mit dem DAAD, mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, nach China gegangen bin, um dort ein Jahr lang chinesische Sprache und Praxis kennenzulernen, um dann dort auch zu arbeiten, weil ich hatte vorher mein Studium abgeschlossen und wollte eigentlich dann dort anfangen zu arbeiten und fand es auch sehr spannend, was da in China stattfand zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich mich mit der chinesischen Sprache auseinandergesetzt und hatte dann irgendwann eine chinesische Band und dann war klar... Auch noch? Ja, ja, das war meine Trash-Metal-Zeit. So. Ach. Da bin ich bei Mingjie, also Narakam heißen die, eine Mega-Band. Das
Weißt du, es ist auch wieder so vom Glück gesegnet. Ich bin in China angekommen, habe halt gesagt, komm, ich möchte jetzt ein bisschen Mucke machen, habe eine Anzeige eingegeben bei irgendeinem internationalen Forum. Da hat sich so ein vollkommen verrückter Russe gemeldet. Also wirklich verrückt. Also das vielleicht die Story, wir haben uns kennengelernt, da kam er mit seinem Lader um die Ecke, den habe ich 10 Kilometer vorher gehört. Dann ist er mit dem Lader angehalten, ein Megakerl, 2 Meter. Dann ist man so im Hammer ausgestiegen und dachte, okay, du stirbst jetzt hier. Irgendwie, wir haben uns vor der kanadischen Botschaft getroffen, haben mir umgeguckt, das war's. Dann hat er mit diesem Hammer in diesen Motor gedrescht, als gäbe es keinen Morgen. Hat er gesagt, are you the German drummer? Ja, okay, get in. Ist alles klar, dann haben wir irgendwie Knie an die Ohren gelegt und in diesen Lader. Dann fährt er 1 Meter und dann fällt das rechte Vorderrad ab und rollt an der Embassy vorbei. Und er sagte, oh, steigt aus, holt sich dieses Rad zurück, haut das mit so einem einen Pin rein und sagt, alright, ready. Und dann fahren wir in diesen Pekinger Stadtverkehr. Ich sage, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Und mit dem habe ich irgendwie die Outbreakers gegründet, so eine Punk-Rock'n'Roll-Band, russische Punk-Songs. Und gesagt, ey, das ist cool, aber irgendwie scheint meine Punk-Zeit, die war irgendwie, als ich 14 bin, und das ist, kann ich nicht mehr so authentisch leben wie du irgendwie auf der Bühne. Der kannte aber einen, der wiederum einen Chinesen kannte, der das größte oder mitunter das größte Rockmagazin geführt hat, das ist ein Painkiller-Magazin. Und die machen auch das MIDI-Festival. Und dann hat der mich da durch verschiedene Bands geschleift, weil tatsächlich, es gibt viele geile Gitarristen in China. Allerdings muss man auch sagen, das ist damals, mittlerweile ist das schon wieder ein bisschen anders, aber eine Gitarre ist halt auch ein Instrument, das man sich irgendwie leisten kann. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele, die halt das zocken. Schlagzeug ist da nochmal eine andere Sache. Also wo spielst du es? Wie kommst du da dran? Es war einfach schwerer heranzubekommen. Da war sozusagen Schlagzeugermangel. Und dann habe ich mich da ein bisschen durchgespielt und bin dann bei einer Band hängen geblieben. Mit der waren wir dann auf Tour. Also wirklich auf Tour. Hardseater, 30 Stunden runter nach Shenzhen. Ey, dir brennt der Arsch. Du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann spielst du da in den räudigsten Clubs. Ey, wirklich so eine Energie, so eine Leidenschaft, so viel Schweiß. Da gibt's Bilder, da hocke ich mich ins Sofa nach dieser Show und das war ein Totalschaden. Ja, was da, die Abdrücke, die da drauf sind, oh Gott. Das war super, war sehr viel, hat viel Spaß gemacht. Genau, Chinesisch. Und da muss ich Chinesisch unterhalten, weil das war die einzige Sprache, die ging. Oder Body Language. Body Language geht ganz gut. Körpersprache, die Musikersprache, so hier, Bier und fertig. Genau. Und 1, 2, 3, 4, Rock'n'Roll. Ja. Wie viel Einfluss hast du dann aus den Zeiten von damals, wo du auf Reisen bist und generell nimmst du dann halt mit nach Deutschland und lässt das in deine Songs mit einfließen? Ich kann es ja meinem Umkehrschluss erzählen. Also ich glaube wirklich, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo du es fragst. Ich habe das erlebt. Mir wurde Anfang des Jahres leider mein Laptop geklaut und es war ein großer ideeller Verlust, weil da sehr, sehr viele Ideen drauf waren und der Laptop wurde in der Tasche geklaut. Da war auch noch die Festplatte, wo ich alles gesichert hatte drauf. Also war alles weg. Und es war... Also schlimm, das kennt glaube ich jeder, das wünscht sich keiner. Das passiert letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass Sachen Leute geklaut werden. Also Leute, wenn ihr sowas mitbekommt, melden sofort und nicht nachmachen. Also klauen bei Bands, generell klauen, Finger von. Ja, also ja, was soll man dazu sagen? Also es ist ein Laptop, ey, mit Platte und keine Ahnung, das ist schon irgendwie herb. Auf jeden Fall waren da viele Sachen drauf, die waren weg. Das war für mich eigentlich der größte Verlust, neben dem ganzen nervenaufreibenden Aufwand, dann so Kleinscheiß wieder zusammenzutragen. Und da war ich, das war zum Zeitpunkt der Peru-Reise, die kam da. Und da bin ich dann durch die Landschaft gelaufen und die guten Ideen, die kamen dann so beim Laufen nach und nach zurück. Also da hatte ich wirklich 3-4 Stunden, wo ich nur mit dem Diktiergerät am Mund durch Peru gelatscht bin. Also die wunderbare Landschaft, aber dann so dieses wieder zu sich kommen und diese Energie zurückkommen, dann kamen ganz viele kleine Bruchstücke, wo ich auch während den Aufnahmen, also sind ja viele Sachen, die in Echtzeit entstehen, beim Klavier, die jetzt nicht planst, wo selbst die zurückkamen, was ein gutes Zeichen ist, weil die dann dir nicht nur die Melodie oder die Idee vermitteln, sondern auch der Rahmen, in dem sie stattfinden. Das ist schwer zu erklären. Also auf jeden Fall haben sie sich, wahrscheinlich nicht alle, und ich habe, also zumindest die wertvollsten kamen zurück. Und das habe ich dann richtig... Also, keine Ahnung, sehr gerne wieder, also mit offenen Armen habe ich die wieder zu mir geheißen und willkommen geheißen, und das war sehr, sehr schön. Und ich glaube, ohne diese Reise, also weil du gerade gefragt hast, ohne diesen sich mal aus dem Leben ausschalten, aus dem Alltag und in so einer Sache förderlichen Szenerie zu erleben, hätte ich die auch nicht mehr wiederbekommen. So, dann wäre ich eher frustriert gewesen, dass ich da gerade so einen Verlust hätte. Und wie viel ist jetzt davon auf der neuen Platte eingeflossen? Da war die Platte leider schon längst. Ach so. Ist fertig. Das sind alles Sachen, die kommen noch in Zukunft. Nee, auf der neuen, die neue Platte, die hat auch viel Einflüsse von verschiedenen Reisen. Das sind auch Sachen, tatsächlich ein Lied ist von ganz alt früh, da war ich 17 oder 18, das hat irgendwie gepasst. Dann sind neue Sachen drauf, also Choices in Coma zum Beispiel, den Song mit Laura, der ist ganz neu, also was heißt neu, das ist jetzt auch 2 Jahre her, aber den habe ich im Prozess dieses Schreibens für das Album ist es entstanden. Da sind andere Sachen wie, lass mich gerade mal denken, Empty Place,
ist das Ding ist, glaube ich, als ich 17 war oder so, die Melodie, dieses Ding. Und das hat dann irgendwie gepasst. Der Daniel Schmiedler hat den Song irgendwann aus dem Studio auf der Festplatte gefunden. Und dann gesagt, ey, der ist cool, müssen wir machen. Ich so, ey, wir haben hier schon 19, das geht nicht, ich kann nicht, Drums sind aufgenommen, komm, mach. Und dann hat es gerade der Zufall gewollt, dass der Sly von Mankanto hat ein paar Solo-Lieder aufgenommen, die habe ich dann da getrommelt und dann habe ich gesagt, du, lass mal an, wir müssen hier noch was nachhauen und ist eingeprügelt und dann jetzt ist der Song draußen. Und Gott sei Dank, damit ist die Zusammenarbeit mit Sea Shepherd ins Rollen gekommen und da haben wir jetzt gerade ein Video gedreht mit 40 Kids, die den Paul verschlagen, weil er ein Walfänger ist und Walfänger, Fische sind Freunde, kein Futter, in dem Rahmen. Das war allein das, zu sehen, wie 40 Kinder den Paul verschlagen, war es wert, diesen Song dann doch noch aufzunehmen. Ja, warum nicht? Ich meine, jetzt seid ihr sehr sozial engagiert in der Ansicht, was Sea Shepherd angeht und so alles, ne? Ist natürlich auch mal was man so erwähnen kann. Also engagieren für viele Sachen, warum nicht? Ja. Ja, wach durchs Leben gehen halt. Ne? Ja. Es gibt ja ein paar Sachen, für die man sich einsetzen darf. Heute müsst ihr ohne einen Keyboarder, also einen Pianisten auskommen, leider. Aber worauf ich eigentlich ziehen möchte, ist die Frage, wenn du jetzt mal selber im Publikum stehst und du siehst deine eigene Show, das heißt, du bist selber auf der Bühne und bist auch im Publikum, wie würdest du die Show beschreiben? Die Legend Show? Welche sonst? Naja, ich stelle mir diese Frage sehr oft bei Mankanto. Was denken die Leute da eigentlich? Also meine, sind da ja, wie würdest du die selber beschreiben, die Show? Also wenn du jetzt selber im Publikum stehst und deine eigene Show siehst, aber selber auch auf der Bühne stehst, wie würdest du die Show beschreiben, die den Legend bietet? Puh, Mensch, Kalle, ey, was für eine Frage. Eine gute Frage. Was macht eine Show aus? Das weiß ich nicht. Ich glaube, eine Show zeichnet sich dadurch aus, dass sie dich erstmal durch sich selbst trägt. Also dass die Leute Anteil nehmen und zwar von vorne bis hinten. So, ja, dass sie sich nicht umdrehen und zur Biertheke gehen, das wäre schade. Ich würde mir wünschen, dass man uns einfach ja, das Herzblut und die Leidenschaft abnimmt, dass man sieht, dass man uns da wirklich sehr gerne, aber auch gewillt sind, den Arsch aufzureißen und da beim Spielen Spielfreude haben. Spielfreude ist, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt konkret hier zu der Show muss ich ehrlich sagen, hoffe ich, dass man uns den Bauch anhört und nicht nur den Kopf, weil wir halt gerade unterbesetzt sind und wir in den letzten 3 Tagen nur dafür gesorgt haben, Fingersätze aufzuteilen und zu gucken, wann muss ich selbst ans Klavier wieder, und weil ich habe mich ja eigentlich so ein bisschen loslösen wollen. Es hat auch sehr gut geklappt. Also wir spielen in der Besetzung jetzt gerade mal die 1, 2, 3, 4, 5, 5. oder 6. Show. Und die ersten 3 oder 4, das war herrlich, weil da konnte ich tatsächlich mal in die Interkommunikation, also in die Interaktion treten mit dem Publikum, wie ich es vorher jahrelang nicht konnte. Da bin ich halt am Klavier, war ich gehaftet, und das haben ja auch viele gesagt, das war auch klar. Ich meine, der Drummer sitzt, der Pianist ist irgendwie festgehalten. Der Einzige, der sich bewegen konnte, war der Basser so. Deswegen ist ja auch dieses ganze Bühnensetup so ein bisschen der Idee geschuldet, mehr mit den Leuten kommunizieren zu können, freier sich zu bewegen, also rechts und links rumrennen und frei zu sein. Und ja, das findet heute etwas Beeinträchtigung, aber das ist halt auch nur heute. Und wenn man davon absieht, würde ich denken, dass das bekloppte, keine Ahnung, also herzensgute Bekloppte sind, die halt da so eine Vision verfolgen. Ich meine, ich weiß es selbst nicht, da sind halt irgendwie diese krasse Bühnenbauten, dann sind da nur Klaviere, dann hast du einen brasilianischen Drummer, der irgendwann in Blutrausch gerät und durchdreht, ein Paul, der irgendwie 2,10 Meter groß ist. Ja, und also ich keine Ahnung, was das für ein Bild ist. Ich hoffe, dass die Musik durchkommt. Ich bin heilfroh, dass wir einen sehr geilen Mischer da haben, den Jan, der begleitet mich übrigens auch wie Steff seit dieser Schulzeit. Wir waren auf derselben Schule. Mhm. Das ist ein sehr großes Glück, dass wir den Jan haben. Und dann hoffe ich einfach, dass die Leute eine gute Zeit haben. So, also in dem Moment ist es dann auch egal, was wir zeigen. Einfach, dass, ja, wenn wir Spaß haben, glaube ich, geht der Funke über und dann haben die Leute Spaß und dann. Ich meine, dass die Leute Spaß an euch haben, das hat man ja gemerkt. Euer Album habt ihr ja durch eine Crowdfunding-Aktion gestartet und das ist ja, ich möchte nicht sagen, übers Dach hinausgeschossen, aber das ist weit höher gegangen, als ihr überhaupt erwartet hattet, oder? Genau, also deutlich. Wir haben jetzt kein endlos hohes Target angesetzt, einfach weil wir auch 2 Jahre von der Bildfläche verschwunden waren und man uns nahegelegt hat, ja, macht etwas Realistisches. Umso schöner, dass unsere Fans, unsere Unterstützer und Legenden da so diverse Analysen, Lügen gestraft haben und einfach mit so einem Rückenwind diese Prozent, und es geht ja jetzt auch nicht nur um die Zahl, es geht ja um die Anteilnahme an dieser Aktion. Ja, ich meine, Geld ist doch klar, wir brauchen das Geld, damit wir damit wirklich die Platte pressen konnten und GEMA bezahlen. Also wir veröffentlichen sozusagen selbst. Sorry. Aber viel
stärker war so die Anteilnahme. Wir haben gerade letztes Wochenende die erste Akustikshow gespielt, die man plätschen konnte. Also das erste Wohnzimmerkonzert sozusagen. In Düsseldorf, ne? Genau, also in Bonn. Ja. In Düsseldorf haben wir danach ein Mitschnitt gespielt und in Bonn war das in so einem Hexenhaus, war wunderschön. Und dann mitzuerleben, wie die auch aus ihrer Sicht diese Plätschkampagne mitverfolgt haben, das war unglaublich. Also die haben wie wir haben dann jeden Tag mal geguckt, wo es so steht und haben sich gefreut, wenn jemand anderes geplätschert. Und tatsächlich war es sehr witzig, derjenige, der dieses Akustikkonzert geschenkt bekommen hat als Geburtstagsgeschenk, ist offenbar total ausgetickt, als er gesehen hat, dass dieses Akustikkonzert einmal gekauft wurde und sich gedacht hat, Mensch, das ist ja endgeil, wer macht denn sowas? Und seine Freunde, die ihm genau das geschenkt haben, standen nebendran und konnten es ihm noch nicht sagen, ey. Das ist ja so großartig, ach, ich wünschte mir, ich hätte dieses Akustikkonzert. Ach, geil. So witzig. Und es war mega, also der Abend war großartig, die Leute haben mitgesungen, wir haben zwei Sets gespielt, wirklich in so einem Hexenhaus, hinten das Feuer, Kaminfeuer, vorne haben wir gespielt, der Brasilianer ist vollkommen ausgetickt und hat nur Bilder gemacht und konnte es gar nicht glauben. Und am nächsten Tag im Pitcher. Und das war zum Beispiel sehr schön, der Pitcher ist so eine Hometown, auch für Vancanto, der hat uns damals, als wir sehr klein waren, eine Chance gegeben, da durften wir spielen und jetzt lässt er uns da wieder spielen und die Hütte war voll. Das war einfach schön. So, die Anteilnahme von den Leuten, die konnten Lieder mitsingen und von daher durch die Decke gegangen. Das ist auf jeden Fall, aber viele Bands lassen die Finger ja komischerweise davon, ne? Weil die sagen, den Fans irgendwas aus den Taschen zu ziehen, wo es halt noch nichts gibt, wo man nicht weiß, was da rauskommt, lassen wir mal die Finger davon, ne? Aber du sagst, macht's, versucht's. Also das ist schon ein krasser Prozess gewesen. Also ich würde denken, dass sich unsere Platte um ein Jahr verzögert hat im Release, weil wir nicht genau wussten, wie bringen wir das Ding raus. Also wir haben jetzt ja so ein paar Plattenfirmen-Erfahrungen gemacht, nicht nur mit der Band, auch mit anderen. Und man muss sich einfach fragen, was ist noch zeitgemäß? Also wie ist der Vertrag gehalten und wie zeitgemäß ist es, sich dann in gewisse Verpflichtungen einzugehen und dann für mehrere Jahre sich da zu binden? Und unabhängig da, also ich will da gar nichts unterstellen, das macht ja auch vieles Sinn, aber wo siehst du dich selbst? Also fühlst du dich darin wohl oder nicht? Und nachdem wir frei waren, also die letzte Platte war mit SBV, danach waren wir frei, haben wir, ich glaube Anfang des Jahres einfach mal gesagt, hey, also wir hatten einfach wirklich kein Gefühl mehr, macht das Sinn, was wir da tun? Also wir waren 2 Jahre im Studio und irgendwann bist du betriebsblind und verlierst auch tatsächlich ein bisschen Bezug, was sagen eigentlich die anderen darüber? Und dann haben wir Listening Sessions gemacht, im Zuge der Vancanto-Tour haben wir Leute vorab eingeladen, also was heißt ausgewählte Street-Teamler und Leute, die halt ein bisschen näher dran sind. Das war allein diese Resonanz war schon wunderschön und haben einfach mal gespielt, vorgestellt und gucken, wie sie so reagieren und haben die Idee einer Crowdfunding-Kampagne in den Raum geschmissen. Mhm. Und da gab es so viel Zuspruch, dass wir gesagt haben, die Alternative war zeitweise tatsächlich, das Ding kostenlos ins Internet hochzustellen und das, that's it. Und dann sagen, dem es gefällt, ist cool, wenn nicht, dann vielleicht irgendwann mal live oder keine Ahnung, hört euch etwas anderes an. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du mal an dem Punkt bist, dass du echt loslässt, also wo das Business größer wird als die Musik. Und das ist ein sehr gefährlicher Punkt, weil dann vermischen sich Motivation und warum man Musik macht, das soll unberührbar bleiben eigentlich. Leidenschaft verloren, ne? Die wird sehr, also genau, in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, letztlich machst du es für die Leute, die später vor der Bühne stehen, hoffentlich. Du machst es für die Fans, diejenigen, die es mögen, dann machen wir es doch gemeinsam. Also hier, das ist die Situation, die Musik ist aufgenommen, das haben wir schon alles vorfinanziert. Jetzt sind wir echt bankrott, es geht gar nichts mehr, wir gehen, keine Ahnung, Geschichten auf den Strich, bitte helft uns, wenn ihr Lust habt. Und dann haben da viele, ja, alle Register gezogen und haben uns in einer Weise unterstützt, das war mega. Also wir haben uns natürlich auch Mühe gegeben, ich glaube, wir hatten sehr viel Output auch und haben uns da Gedanken gemacht, wir wurden von Pledge Music sehr cool beraten, das war eine enge Zusammenarbeit und dann haben wir gesagt, komm, probieren wir das mal. Und dann hatten wir irgendwie nach 5 Tagen 100%. Und das, nach 5 Tagen schon? Nach 5 Tagen war da 100%. Also dann fängst du auch wieder an zu grübeln, ganz ehrlich. Also 5 Tage, das Ding geht noch irgendwie 3 Monate und jetzt? Und dann waren natürlich auch die berechtigten Fragen, ja okay, habt ihr das Geld, wollt ihr jetzt nicht veröffentlichen? Ja. Aber um diesen leichten Irrglauben mal zu begegnen, ist es tatsächlich so, dass wir, also wer die Aufnahme hört und wer ein bisschen sich damit auseinandersetzt, wie was produziert wurde, ohne jetzt Produktion als solche zu verallgemeinern oder zu verurteilen, ich glaube, da kann sich ableiten, dass wenn man alles analog und manuell und in dieser Zeit aufnimmt und Studiokosten, da steckt so viel Eigenkapital drin, das könnte diese Platte, selbst wenn sie auf Gold ginge, nie wieder rausholen. Hm. So, von daher war das Schöne, die Überraschung, weil wir haben niemals erwartet, dass dieses Ding jemals das
schon Geschehene finanziert. Es wäre gar nicht möglich gewesen, zahlentechnisch. Das heißt, alles, was drauf kam, war ein Dankeschön, ein finanzielles Dankeschön on top für viele, die uns kostenlos bei der Realisierung der Platte geholfen hatten. Da konnte ich mal so ein kleines Obolus und ein kleines Dankeschön zurückgeben, die die Videos kostenlos geschnitten haben, die uns, keine Ahnung, kostenlos editiert haben, die uns die Drums kostenlos aufgenommen und so weiter und so fort. Also da sind so viele Manpower und Stunden stecken in diesem Ding drin, für Leute, die gesagt haben, ey, ich glaube an die Musik, ich finde es geil, was ihr macht, ich mache mit. So. Mhm. Und es für Ome gemacht haben. Und den konnten wir einfach mal, und sei es auch nur ein Bild ausdrucken, wo einfach wir Danke sagen und den zuschicken. Und das war, also das wurde sozusagen mit dem Mehr an über 100% finanziert. Ein großes Dankeschön an die Crew. Und das geht dann natürlich auch an die Fans, die uns da wie noch nie erlebt durch drei sagenhafte Monate getragen haben. Großes Dankeschön. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man gar nicht finden. Ich entlasse dich jetzt auf die Bühne demnächst. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank. Herzlichen Dank an dich, Kalle. Muss ich auch mal sagen, Kalle rockt. Zieht euch das rein. Ein wertvoller Unterstützer der kleinen Szene, aber auch im nationalen Bereich. Also weiter so. Großartig. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch dafür. Ich gebe es auch ans Team gerne weiter, weil ohne das Team funktioniert es ja auch nicht. Ja. Ja, also ist ja nicht nur einer alleine. Ja. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und ganz, ganz wichtig, schaut euch im Legend live an. Holt euch das neue Album Stones at Goliath. Nur zu empfehlen. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.